Hallo Trading-Blogger, ich hoffe, Sie hatten alle einen guten Start ins neue Jahr. Ich hoffe, Sie haben die börsenfreie Zeit etwas genossen oder zumindest vielleicht in den letzten Tagen schon mal wieder ein bisschen in die Märkte reingeschnuppert. Ich habe vor allen Dingen jetzt diese Woche dazu genutzt, für die Trading Block Academy einiges noch vorzubereiten. Es ist immer noch viel zu tun, aber ich arbeite mit Hochdruck dran, so dass wir im Februar starten können. Wir schauen uns zuerst mal den DAX an und der hatte tatsächlich einen richtig guten Start. Da schwenke ich gerade mal eben auf den Chart. Also im heimischen Markt, da sieht es momentan mal wieder so richtig gut aus. Nachdem wir im DAX ja doch schwierige Zeiten im Dezember gesehen haben, nämlich den Fehlausbruch nach oben, 13.320, 13.350, ein Hoch ausgebildet, dann zurückgelaufen, relativ schneller, deutlicher Abverkauf. Das war schon ein Zeichen, oh, Fehlausbruch nach oben heißt Beschleunigung nach unten zu erwarten. Die Beschleunigung nach unten ist auch eingetroffen so und dann sind wir aber unter 12.800, 12.860 nach unten einmal knapp ausgebrochen und auch hier Fehlausbruch Anfang des Jahres 2018, der erste Handelstag und der DAX kann sich erholen und zwar schnell und deutlich. 13.000 bis 13.035 war Widerstandsniveau, alte Unterstützung. Wurde zum Widerstand, hat auch punktgenau gehalten am nächsten Tag, am 4., dann aber mit einem Gap nach oben gesprungen. Dann jetzt auch wieder ein Sprung nach oben und heute erreicht der DAX 13.320, 13.350 Punkte dieses Widerstandsniveau. Jetzt sind wir schon wieder deutlich weit gelaufen von einem Verlaufstief an ein Verlaufshoch, da kommt es häufig auch zu Fehlausbrüchen. Also hier im DAX jetzt mal in der nächsten Woche. Es sieht gut aus, 13.500 Punkte können erreicht werden, das Hoch, aber dann ist doch erstmal wieder mit Rücksetzern zu rechnen, einfach weil hier die Bullen sich schon deutlich verausgabt haben. Nichtsdestotrotz, insgesamt für das Bigger Picture ist es hier ein starkes Zeichen. Für alle, die eine größere Korrektur erwartet haben, ja, Fehltrapped Traders, alle wurden falsch erwischt und der Markt zieht deutlich an. Also hier für die nächsten Monate oder sagen wir mal für so das erste Quartal sieht es im DAX eigentlich weiterhin sehr gut aus. Ja, das, was wir hier gerade sehen zu Jahresanfang, das ist deutliche Stärke. Gucken wir uns den Dow Jones an. Auch der hatte ja hier einige Zeit Range-Bildung hinter sich auf hohem Niveau. Das ist immer ein gutes Zeichen für eine Trendfortsetzung. Dann Ausbruch zaghaft nach oben. Und jetzt aber im Mit-Dynamik weiter über 25.000 Punkte. Der Schlussstand gestern. Gleich geht's los auf 15.30. Und jetzt sind erstmal Rücksetzer. 24.960 ist Unterstützung und alter Widerstand, 24.850 wird Unterstützung. Schauen wir uns das Gold an und auch das macht momentan eine sehr gute Figur. Gold ebenfalls. Fehlausbruch im Dezember nach unten und jetzt diese massive Rallye. Und hier sieht man das, ne? Fehlausbrüche, da sind viele short gegangen oder haben ihre Position geschmissen und so weiter. Und wenn sich dann ein Markt wieder zurückkämpft, na, da sehen wir es hier, da steigen die Leute wieder ein. Alle, die short gegangen sind, müssen ihre Position decken. Alle, die ihre Position verkauft haben, die müssen jetzt wieder Position aufbauen und entsprechend kommt hier richtig Druck auf den Markt. 1340, 1345, nächste markantere Widerstände, 1360, das nächste Ziel, aber auch fürs Gold gilt. Wir sind schon gut angestiegen, ja, wir haben jetzt schon einiges an Wegstrecke wieder hinter uns gelegt. Rücksetzer aber kaufenswert, 1295, 1300, sogar im Bereich 1307,5, hier möglicherweise schon Einstiegsniveau. Schauen wir uns das Silber an, Silber Future ebenfalls, ein Ausbruch nach unten, Silber kämpft sich zurück, hängt momentan noch in der Range 1737 bis 1750, hier größeres Widerstandsniveau und da sehen wir schon, Silber relativ weit gelaufen, kommt hier so ein bisschen aus der Puste,
Und damit ist auch im Silber erstmal mit Rücksetzern zu rechnen. 1675 bis 1687, hier ist markantes Unterstützungsniveau und da würde es mich nicht wundern, aufgrund der Stärke, dass es von dort aus schon weiter aufwärts geht in oder über die 1750. Schauen wir mal also hier im Silber mal mit kleinen Rücksetzern zu rechnen. Der Euro. Auch nicht schlecht, was wir da momentan sehen. Wir haben das erste Widerstandsniveau im Bereich 1,20, haben wir überwunden. Dann sind wir an das September-Hoch hier knapp unter 1,21 gelaufen. Da hängt der Euro aber noch fest. Und wir sehen heute, hatten wir wieder die Non-Farm Payrolls. Da ging es einmal so ein Strich nach oben, jetzt aber wieder etwas abwärts gerichtet. Also da hier hält sich der Euro momentan noch auf die 1,20. Die muss halten. Vielleicht sehen wir eine Korrektur auf hohem Niveau, ein bisschen Seitwärtsbewegung und dann den Sprung aufwärts. Dann hat der Euro erstmal Chance in Richtung 1,25 zu laufen. Kurse unter 1,20, no, die lassen das Bild wieder etwas oder die trüben das Bild wieder ein. Unter 1,1950, da ja, im Grunde Make-or-Break-Linie, da kann es auch nochmal schnell in Richtung 1,17 bis 1,1750 laufen. Macy's hatte ich heute bei Cashkurs schon mit angesprochen. Macy's. Hier einmal, na, wir gucken zuerst mal Macy's auf Tagesbasis. Macy's wurde ja, in 2017, 2016 schon deutlich verprügelt, voll unter die Räder gekommen. Dann haben wir so leicht tiefere Tiefs gesehen. Der Verkaufsdruck hat nachgelassen. So eine Verkeilungsformation hat sich gebildet. Dann im November, Dezember der Ausbruch nach oben. Gap Widerstand, klar, dicke große Hürde, da ist Macy's rangelaufen, prallt jetzt momentan ab. Insgesamt, das, was wir hier gesehen haben, das sah schön dynamisch aus. Und daher Macy's Rücksetzer kaufenswert. Im Bereich, wenn wir gucken, so 22,5, 23, da ist nochmal markanteres Unterstützungsniveau. Von dort gute Chancen für die Macy's wieder anzuziehen und dann im zweiten Anlauf vielleicht sogar über die 28, 30 US-Dollar nach oben. Mögliche Welle 1, 2, 3, schnell nach oben. Was mir nicht gefällt, Rücksetzer unter das 61,8er Retracement. Hier haben wir auch nochmal eine Unterstützung bei 21. Im Umkehrschluss heißt dann so viel wie, weil irgendwie muss man es ja ummünzen in einen Trade. Einstieg so im Bereich um 23. Stop-Loss macht Sinn bei 20. Und sollte der gerissen werden und die Macy's bildet dann wieder am Boden, dann muss man einfach nochmal einsteigen. Aber so wäre zum Beispiel hier eine erste Trading-Idee. So, und die gucken wir uns jetzt auch nochmal auf Stundenbasis habe ich es hier. Da sieht man die letzte Aufwärtsbewegung im Mitte November ging es los, schön dynamisch. Dann so ein bisschen Seitwärtsbewegung, Kopf angestoßen an diesem Widerstand, den wir uns eben schon angesehen haben. Dann jetzt ein kleiner Ausbruch aus der Range, wurde aber direkt wieder gekauft. Jetzt kann es nochmal, alte Range-Unterstützung wird jetzt zum Widerstand. Hier kann es nochmal ein Stück weit abwärts gehen. 22,50 bis 23 ist Unterstützungsniveau, längerfristiges und von dort, wie gesagt, gute Chancen, dass Macy's wieder anzieht. Dividendenrendite ebenfalls hier nicht schlecht. Könnten wir noch einen Dividendentrade draus machen? Ja, gucken Sie sich einfach mal an. Boeing, ebenfalls echt interessant. Boeing zuletzt nur aufwärts. Und jetzt sehen wir hier seit Mitte Dezember eine sehr, sehr enge Range, brutal eng. Merken Sie sich sowas? Ein Ausbruch nach oben, da kann man noch einen Stop-Buy-Order drauflegen. So im Bereich ja, $300, sage ich mal, da haben wir einen Ausbruch auf jeden Fall. Also, mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Ausbruch nach oben sehen. Und nach so einer engen Range, da kommt dann häufig nochmal richtige Dynamik auf. Bewegung, Korrektur auf hohem Niveau, Boeing Company weiter kaufenswert. Nike ebenfalls ganz interessant. Hier im längerfristigen Chart, im Tageschart. Nike hatte sich zuletzt hier monatelang zwischen 50 und 60 US-Dollar bewegt. Dann kam Anfang Dezember der Ausbruch nach oben. Dann jetzt einmal schon ein Rücksetzer in dem Bereich um 60. Von dort direkt wieder.
schwach gestartet, hoch gelaufen, also direkt wieder erholt. Da sind direkt wieder Käufer reingekommen, denn alter Widerstand wird Unterstützung in Perfektion hier gezeigt. So, und dann sehen wir hier einige Tage Korrektur auf hohem Niveau. Nike mit guter Chance, direkt weiter nach oben durchzuziehen. Pfizer, auch interessant, hatten wir hier im Trading-Block schon mal besprochen. 37 bis 37,50 ist Widerstandsniveau, markanter Widerstand. Ist die Pfizer zuletzt hier oben schon einmal abgeprallt. Und jetzt kommt aber der nächste Versuch. Und wenn wir hier auch gerne nochmal Rücksetzer sehen, aber mit leicht höheren Tiefs, ne, sehen wir ja hier schon, dann ist die Pfizer eine gute Story für einen Ausbruch nach oben und dann dürfte nochmal deutliche Dynamik kommen. Und zu guter Letzt gucken wir uns noch Walmart Stores an, auch die sehr interessant. Zuletzt eine schöne Aufwärtsbewegung, dann in einem Gap nach oben gelaufen, seitwärts auf hohem Niveau, Korrektur auf hohem Niveau. Und wir sehen hier schon, die Walmart klammert sich so an die 100-Dollar-Marke, ist psychologisch wichtige Hürde. Und wie wir hier sehen, Kopf wird immer angestoßen. Und wenn die 100-US-Dollar-Marke nach oben gebrochen wird, dann haben wir eine gute Chance, dass auch hier richtig schön Dynamik kommt. Das könnte auch mal mit einem Gap passieren. So, und das war's für den Moment als Start. Jetzt kommt gerade meine kleine Tochter reingelaufen. Und ich wünsche Ihnen erst einmal einen guten Start ins Wochenende. Und ab nächster Woche gibt es auch im Trading-Blog wieder neue Aktien, neue Analysen. Ich versuche hier vor Börsenbeginn, also vor 9 Uhr deutscher Zeit, jeweils einen Chart zu analysieren, eine interessante Aktie vorzustellen. Und da würde ich mich freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind. Also, Ihnen alles Gute, machen Sie es gut, bis nächste Woche.